An alle Star Wars Freunde, fröhliche, angenehme, schöne Weihnachten 2018. Euer Administrator, euer Admin macht dieses Jahr keine Türchenclips, macht auch keine weihnachtliche Sendung. Erstens hat sich keiner gemeldet, zweitens waren es nicht die richtigen, drittens arbeite ich halt immer noch daran, eine Sendung im Jahr 2019, Themenbereich Star Wars allgemein, auf den Weg zu bringen. Die eingeblendeten Damen und Herren, da möchte ich mich im Jahr 2018 doch total recht herzlich bedanken, dass sie da waren, und zwar der Club aus Dortmund, ein eingefleischter Club, ein Verein, ein Star Wars Verein, der jetzt am 1. und am 2. Dezember eine Convention gemacht hat in Dortmund und auch mit gutem Erfolg beendet. Es hat da richtig Spaß gemacht. Es war natürlich nicht nur Star Wars, nein, die haben eine Convention gemacht, da war natürlich auch Chuck Norris da, da war sogar die Schwester von Michael Jackson da und zwei andere, die ich jetzt nicht nennen kann, weil ich sie nicht kenne. Aber die anderen beiden, die waren mir sofort ins Auge gefallen. Michael Jacksons Schwester und wie gesagt, Chuck Norris waren da. Und einige haben sich ja da ablichten lassen, sind stolz wie Oscar. Ja, ja, die Convention ist halt auch zu Ende, denn jetzt sind wir am Nikolausabend da. Und ich wünsche euch allen Nikolausabend. Ich wünsche euch auch einen super tollen Nikolaus am 6.12. im Jahre 2018. Wo leider nichts mit Star Wars ist halt nicht. Es gibt auch gar keinen ordentlichen Star Wars Kalender, mit denen ich jetzt hier hätte rumfuchteln können. Die älteren Kalender, die habe ich ja schon aufgemampft da und sind als Dekoration im Schaufenster. Ja, ich werde das weihnachtliche Schaufenster sicherlich nochmal so ein bisschen dekorieren, obwohl kein Star Wars ist. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendjemanden da aus dem Loch holen kann, der sagt, oh ja, ich brauche da noch ein Star Wars Geschenk. Dringlich. Also das sah im Jahr 2016, 2017 und vor allen Dingen 2015 anders aus. Da ging jetzt ja, habe ich gerade aufgebaut, schwupp waren die Figuren weg. Jetzt ist da so ein bisschen Ruhe, weil die Figuren nachgelassen haben. Einige haben die also sich mal näher angeschaut und da hat sich herausgestellt, dass die Figuren doch nicht so toll sind, wie man denkt. Ja, die bröckeln ab und gehen kaputt. Ist also die Qualität nicht so gegeben. Also deswegen mache ich da jetzt auch keine Sonderung drüber. So, ich möchte halt im Jahr 2019 mit euch, die Interesse haben, eine Sendung machen. Kein Stammtisch, sondern eine richtige Sendung. Und dafür würde ich auch bauen. Ein tolles Studio, alles ist ja da. Und da könnte man dann irgendwie so philosophieren. Also heute hatte ich jemanden, der nur Darth Vader, ja, nur Darth Vader, aber wirklich in einer Form von Darth Vader, also es ist schon gigantisch, was der an Figuren von Darth Vader hat, das muss man schon sagen, der mag halt nur Darth Vader. Anakin Skywalker steht noch nicht mal als Normalfigur da, sondern nur Darth Vader. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt wie gesagt keine Advents-Kalendergeschichte. Es lohnt sich auch nicht, irgendeinen Countdown von 365 Tagen jetzt zu machen. Denn in 365 Tagen sitzen wir im Kino, schauen uns E9 an. Wir kennen dann sicherlich auch den Arbeitstitel, wie das dann heißt. Ich kann ja höchstens heute neuartig verkünden, dass Kylo Ren den Helm doch wieder tragen wird, weil Kylo ihn doch zusammengebaut und überall rote Fäden. Also der wird ziemlich komisch ausschauen, nur mit lauter roten Sachen und so, weil er ihn halt hat zukleben lassen mit Heißkleber, der halt rote Fäden hat. Soll schätzungsweise dramaturgisch sein. Wir wissen, warum das so ist, kaufen oder selber bauen. Ja, also sobald einige diesen Helm gesehen haben werden, dann geht's los, habe ich ja veröffentlicht bei Facebook, Star Wars Freunde A bis Z. Also ich forsche weiter, was es Neues gibt. Ich freue mich, also Galaxy of Adventure ist hier leider noch nicht verfügbar. Da kann ich leider nur hier so ein paar Sequenz euch zeigen. Auch in Deutsch kommt es leider erst auch so irgendwann im Frühjahr 2019. Warum nicht? Also auf Destiny habe ich mir sehr gerne angeschaut. Wie gesagt, auch Resistance habe ich mir sehr gerne angeschaut bis jetzt. Läuft ja noch und wird ja auch demnächst bei Star Wars-Disney Channel zu sehen sein. Manchmal kommt es auch abends, weil ich habe kein Programmheft von Disney.
bin jetzt auch kein absoluter Disney-Fan. Es gibt natürlich einen Disney-Kanal, wo man Spielfilme sehen kann. Ich habe Mulan wieder gesehen. Ich meine, ich habe jetzt mein Alter, um zu forschen, Hörbücher, Bücher, Comics mir zu Gemüte zu führen. Dann bin ich jetzt auch momentan mal unterwegs, um Schnäppchen zu machen. Sollte ich Schnapper haben, werde ich die vor laufender Kamera parken, zeigen. Das wird aber wohl schätzungsweise erst nächste Woche der Fall sein, weil ich leider ein paar Schnäppchen bekommen habe. Die habe ich auch sofort besorgt. Und ein so ein Schnapper sollte an sich heute erscheinen zum Nikolausabend, aber vermute mal nicht, weil wir so eine lange Spanne da eingearbeitet haben. Das kann also sein, dass alles erst am 10. oder am 14. Dezember hier erscheint. Auf jeden Fall noch ein Clip im Jahre Dezember 2018 werde ich sicherlich machen, wo ich Figuren vorstellen werde. Also ich bedanke mich dennoch, wenn es auch nicht gepasst hat, bei den Akteuren, die im Jahre 2018 hier waren und die Sendung, die ich immer noch vorhabe, ins Leben gerufen, daran teilgenommen haben, bemüht, ja, hat halt nicht sein sollen, weil irgendwie passiert halt, ist ja nicht schlimm. Also ist nicht schlimm, alle dürfen und die wenigen, die halt vor der Kamera gesessen, mitgemacht haben, es war ja halt das Hassjahr, also nach Episode 8, da knallte das ja regelrecht, nach Episode 8, da flogen ja die regelrecht die Fetzen, dann kam der Oberknaller Han Solo, ich habe gestern leider ein Negativ-Echo gehört, was ist das denn, ein eingefleischter Junge, sehr junge, 16 Jahre alt, die halt auch gern Star Wars mag und ich habe auch alle Star Wars Filme übergeben, hier schaust dir an in deiner Freizeit, viel Freizeit hat die junge Dame jetzt auch nicht mehr, ist eine Auszubildende geworden, ja, also ihr merkt schon, das Jahr 2018, ich kann hier flüssig vor der laufenden Kamera sprechen, werde also nicht so stark unterbrochen wie sonst, wie gesagt, ich will solche Clips ja auch nicht mehr machen, ich werde demnächst, also im Jahr 2019 immer einen Clip machen, sicherlich über Star Wars sprechen, weil ich ja mit Star Wars nun mal viel zu tun habe und auch hier die Dekoration des Shops auf Star Wars trimme. Und viele haben ja schon gemerkt, dass ich kein absoluter Star Wars Fan bin, sondern mit Star Wars was zu tun habe. Um damit, weil Star Wars verbindet, deswegen heißt es ja auch Star Wars Freunde A bis Z, wir sind und wir bleiben Freunde, aber privat leider nicht. Also privatisieren möchte ich nicht. Ich bleibe euer AWR Movie, Film und Fotoproduktion. Aber kostet halt Geld, wenn ich loslege. Wir haben auch gerade hier noch mit anderen Künstlern gesprochen, die musikalisch unterwegs sind, weil wir ja mittlerweile irgendwie gebeutelt werden durch die EU. Die EU will ja ein bisschen vieles kaputt machen, auch Artikel 13 und was weiß ich nicht, alles Verordnungen und so weiter. Man spricht ja auch von der sogenannten Digitalsteuer. Wenn das auch noch kommt, wer digital da irgendwas hat, muss dann halt noch zusätzlich eine Digitalsteuer bezahlen. Keine Ahnung, Macron und Merkel da sitzen da, Herr Söder war heute auch irgendwo und hat da verkündet mit seinem Digital und das alles traurig an sich. Wir lieben digital, wir mögen digital, wir sitzen vor digital, arbeiten mit digital, aber dann noch gebeutelt werden, was soll man denn noch alles bezahlen? Wir haben so viele Nörgler und Leute, die einen fertig machen da, der Hund darf nur dann und dann bellen. Dann darfst du auch nur zur Toilette gehen, rauchen in der Wohnung, nicht gestattet und all solche Sachen. Also, am liebsten soll der Mensch gar nichts mehr machen, am liebsten soll der Mensch arbeiten, bis er umkippt, laut Herrn Spahn. Um das mal auch auf den Weg zu bringen, an sich leben wir im Krieg der Sterne, an sich leben wir in Star Wars, an sich prügeln wir uns wirklich gegeneinander, miteinander und wir laufen halt nicht so rum. Es gibt halt kein Jedi-Orden, es gibt den Islam, es gibt den Christentum, es gibt 180 Sekten, also mit dem kann man also auch aufwarten. In Australien gibt es zwar den Jedi-Orden, das wisst ihr, aus Spaß halt. So, Spaß, da sind wir beim Kern des Themas. Alles, was hier gemacht wird, soll Spaß, Unterhaltung bringen, hat also keinen Kommerzzwang. Ja, hier soll also nicht, also mit diesen Videos da, soll kein Geld verdient werden. Das wird hier nur vor Ort gemacht, im Bereich des Filmfotos und des Ganzen. Also noch einmal bedanke mich wirklich total recht herzlich bei dem Verein, bei diesem Star Wars Verein
in Dortmund, die wirklich eine erstklassige Kulisse haben, die sie auch immer aufbauen. Die Kostümträger, die an ihre Kostüme arbeiten. Sie waren ja hier. Wir haben eine riesen Session da gemacht im Green Room. Könnt ihr auch hier sehen. Ich lasse ja einige hier einblenden als Dankeschön. Ja, also wie gesagt, wir haben auch viel Spaß gehabt, weil ein Hund da war. Der hat auch direkt mitgemacht. Der ist dann auch in die Session reingedonnert. Haben wir dann direkt abgelichtet. Also wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt im Jahre 2018. Trotz Flops. Trotz Merkwürdigkeiten durch Han Solo, durch die ganzen Hasstriaden, die da auf den Weg gebracht wurden. So, Hass führt zur dunklen Seite und die dunkle Seite, wissen wir, ist Darth Vader. Sind auch andere, die wir sicherlich kennenlernen werden in den Serien. Zwei Serien kommen, obwohl hat mit Dunkelheit da auch nichts zu tun. Die eine Serie ist jetzt raus, ist Nick Nolte, darf da auch mitarbeiten. Auf der anderen Seite, da ist halt nur ein Agent, ja, den kennen wir ja aus Rogue One, der da die Geschichten, da werden die, wenn es gut anläuft, werden die da alles Mögliche einarbeiten. Da kann auch sein, dass der Darth Vader plötzlich da irgendwie eine Hauptrolle kriegt oder so. Da sind wir auch beim Kern des Themas. An sich fehlt Darth Vader in Hollywood, ein ganzer Film über Darth Vader, also in dem Moment, wo er zu Darth Vader wurde. Und wie er dann gearbeitet, gemacht und getan. An sich hat man das immer nur angerissen. Ja? Bei Rebels zum Beispiel hat man ihn angerissen. Dann ist man auch in eine Zeitzone gesprungen, um Ahsoka wieder zurückzuholen, weil man mit Ahsoka auch irgendwie was arbeiten möchte. Dann haben die Macher sich gesagt, komm, wir machen noch einmal Clone Wars. Ja, das wird dann in 2019 uns auch gezeigt wieder. Da ist Anakin wieder am Arbeiten mit Obi-Wan Kenobi. Vielleicht wird er ja dann da irgendwie zu Darth Vader. Wer weiß, was sie da machen mit diesen Klon-Sachen. Die Order 66 ist ja bei Clone Wars noch nicht ausgeübt worden. Vielleicht kommt die ja noch. Und all solche Sachen. Wird auch in einem anderen Zeichenstil sein. Genauso wie Galaxy of Adventures. Da ist das genauso anders gemacht. Wir warten drauf, dass wir das in Deutsch erhalten. Auch irgendwie so März, April auf uns zukommen, in Deutsch, Galaxy of Adventures, das Star Wars 4, 5 und 6 für Jugendliche, aber schätzungsweise können auch wir uns das anschauen, weil wenn man wirklich Star Wars mag, ja, und wenn man jetzt nicht in einer Verkitschung reinrutscht, kann man sich das anschauen. Also Resistance ist noch nicht verkitscht, Resistance ist halt ein bisschen anders, ja. Bisschen anders halt, ist ja nicht schlecht, macht ja dennoch Spaß, soll ja einen unterhalten. Ja, soll einen unterhalten. Und Destiny zum Beispiel soll ja auch einen unterhalten, hat ja auch eine tolle Anfangssequenz. So Destiny, ne? oder Clone Wars. Ne? Das sind so Sachen, wo man gepackt wird. Das war schon mal nicht schlecht. Galaxy bis jetzt ist da noch nicht, die sind ja nur Trailers. Da weiß man ja nicht, wie die uns da packen werden, wie das da gemanagt wird. So. Ihr merkt, ich habe heute wunderbaren Redefluss, bin also nicht so oft unterbrochen worden wie sonst. Wie gesagt, ist Nikolausabend da. Wir sind halt im Dezembermonat. Ich habe halt auch noch nicht so fett Werbung für Star Wars gemacht. Ich halte ein bisschen die Ware zurück. Richtig, Star Wars ist Ware, die einem angeboten und die ich euch auch anbieten werde, aber nur hier vor Ort. Wer mal so vorbeikommt und hier bei der Sendung, ja, also die Ware ist sozusagen für die Sendung erdacht und auch eingekauft und wird auch sicherlich vermehrt werden. Ja, auch an den sogenannten De Augustini Falken arbeite ich, ja, auch den X-Wing sammle ich, aber das dauert ja bis 2020, bis man den zusammen hat. Deswegen lasse ich das lieber alles in Tüten und fange dann erst an, wenn die 100. Tüte da ist und beginne dann zu bauen in Ruhe. Weil wenn ich jetzt da anfange und mache und so weiter, da kann es schon mal sein, dass da irgendwelche Bauteile abhanden kommen und dann wäre das irgendwie dem Modell schlecht gegenüber. Natürlich kann man da noch viel hineininterpretieren, aber ich mache es alleine. Ja, ich gebe also den Falken nicht aus der Hand. Jemand hatte sich angeboten, da den mitzunehmen, den zu bauen, weil er 11 Tage frei hat. Aber das, so geht's nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo er lebt, wo er wohnt. Nix, keine Adressen, da gebe ich ungern irgendwas raus. Hier, Bauma, ich sehe den Falken dann nie wieder. Ne? So, wie gesagt, wir heißen Star Wars Freunde, weil wir Star Wars mögen. Ja, wir sind Freunde von Disney, wir sind Freunde
von dem Produkt Star Wars. Grüße, hallo. Egal. Nicht in diesem Zustand, habe ich doch zum Abschluss, aber zum Abschluss, wo ich gar nicht dran gedacht habe, ein Star Wars Gast, ist ja irre, oder? Ist spitzenmäßig, aber er ist in dem Zustand, dass er erstmal einen Kaffee braucht und deswegen wird er den Mund auch nicht aufmachen. Nicht nur Kaffee. Nicht nur Kaffee, boah, Alkohol, ist klar, aber ach herrlich, das an sich leben wir nicht, kriegt der Stern, ist ja schon mal aufgefallen, aber da mache ich die Kamera aus. Wie gesagt, er freut mich, ich unterhalte mich jetzt mit ihm, nicht vor laufender Kamera. Ist schon mal toll. Das meine ich. So eine Sendung, ne? Ja. Braucht sich nächstes Jahr mal für eine Sendung. Da muss er fit sein. Genau, den werde ich jetzt eruieren, dass du bei der Sendung bei bist, echt Bock hast, eine richtige tolle Sendung zu machen. 2019, so machen wir. Ja, genau, den da. Der nächste bitte. Ja, so schnell ist die Hütte voll. Oh, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Die junge Dame ist auch im Star Wars Fieber. Die, ne? Was hast du gemacht? Sicher? Wir alten Säcke stehen hier vor der Kamera von Star Wars. Ich bedanke mich total. Recht jetzt auf das Jahr 2018, wo ihr alle da wart. Ja, sogar wir Älteren hier haben hier Blödsinn gemacht. Die Damen und Herren sind immer hinter der Kamera, jetzt zum ersten Mal vor der Kamera, aber nur für ein paar Minuten, dann mache ich schon wieder aus. Aber denkt dran, also ich fordere euch nicht auf, ich würde mich freuen, wenn ihr 2019 mitmachen würdet. Hallo, Mahlzeit. Einfach was. Genau. Also ich würde mich freuen, wenn ihr 2019 mitmachen würdet, aber nicht in dem Alter, sondern von mir so auch jünger. Egal, alle Mann, du, jetzt mach ich die Kamera wieder auf. Jetzt könnt ihr wieder weitergehen. Ah. Manchmal ergibt es sich so. Ich hatte an sich, wie gesagt, Laune, mich auf die Art und Weise von meinen Clip-Arts zu entfernen und so weiter. Dann waren plötzlich, waren etwas ältere, halt meine Altersgruppe, die, wie gesagt, mit Star Wars groß geworden waren und Gott sei Dank sind sie mal kurz vor die Kamera doch gehuscht, was sonst nicht der Fall ist. An alle Kunden, die hinter der Kamera wir so oft philosophiert haben über die Figuren, über Star Wars, über die Filme, über dessen. Ich hatte gerade noch, hey, kennst du Star Wars? Kennst du Darth Vader? Fand ich stark. Wie gesagt, kann ja nicht immer die Kamera laufen lassen. Ich hatte also zwei, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt, die mit der Mama da waren und die, hast du Darth Vader Figuren? Ich finde es stark, dass halt, wie gesagt, alle Generationen, wirklich alle Generationen, auch die New Generation, die jetzt so auf uns zurollt, da doch involviert, sich freut. Man hört es ja an den Scheiben da. Ne? Ich habe den, wie gesagt, den Yoda da die Mütze aufgesetzt. Der spielt da den Nikolaus. Heute Abend habe ich immer noch vor, ich habe es leider nicht geschafft, das Fenster so zu dekorieren, dass da, wie gesagt, so eine Art Star Wars Sache entsteht, rein betrachtet. An sich wollte ich das erst im Jahr 2019 und will auch erst 2019, weil bis dahin ist auch der De Augustini Falke fertig und schon halbwegs der X-Wing, wenn die weiterhin liefern. Im Moment haben die irgendwie Lieferschwierigkeiten. Ich habe hier einige gehabt, die haben noch gar nichts bekommen, die warten wirklich. Der eine ist schon bei 13, bei der Tüte da, der kauft jede Woche an seiner Bude da seine Tüte und ist hellauf begeistert, dass er es hat. Ja, andere sind halt nicht so begeistert, weil sie halt mehr haben möchten, so wie meiner einer auch. Wir wollen ja Dioramen haben. Ich bestelle auch nur noch Dioramen. Alles, was mir angeboten wird im Bereich Dioramen. Star Wars-mäßig, wie gesagt, werde ich einkaufen. Ich werde also noch einen Clip machen, wo ich diese dann vorstellen werde, dass ich sie auch bekomme. Dauert halt zwischen dem 4. Dezember und 10. Dezember sollen die angeliefert werden, wenn man sich das anschaut. Sie sind zwar on air, sie sind unterwegs, aber wenn sie hier eintrudeln, wann sie in den Wagen geladen, um hier entladen zu werden, das weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, wir sind alle in unserem Alter Star Wars begeistert, richtig. Ja, uns macht das Spaß, ein bisschen rumzublödeln, zu recherchieren, zu lesen, zu hören. Ich überlege gerade, ob ich mir die anderen, also die neuen Hörspiele, die es leider noch nicht bei YouTube gibt, die älteren kann man ja da hören, bis zu 9-10 Stunden sogar, laufen die dann in einem Streifen, kann man sich also den ganzen Samstag sich dann anhören oder Sonntag für zu Hause oder unterwegs. Macht richtig Spaß mit den Originalstimmen. Jetzt gibt es halt den Han Solo, dann gibt es die Erwachen der Macht und
E8, E9 wird sie, also E9 wird sicherlich auch irgendwann mal als Hörbuch kommen, sofern er halt gelaufen, also 2021 oder so, wenn wir Glück haben. Aber jetzt erstmal ist, wie gesagt, Darth Vader als Hörbuch war sehr interessant. Da frage ich mich, warum Hollywood daraus nicht mal einen tollen Film macht, nur mit Darth Vader, weil die Jugend steht auf Darth Vader, die Älteren stehen auf Darth Vader. Es gibt ja sogar Leute, die nur Darth Vader sammeln. In allen Variationen ist halt so. Ja, und meine Einer, wie gesagt, freut sich in dieser sogenannten Star Wars Dekoration zu verweilen. Ich schaue gerade da oben hoch, sehe die Pre-Gels, dann sehe ich 4 bis 5, dann 6, dann sehe ich 7, sehe 8, Han Solo zwischendurch. Ja, weil man hat da so schön dekoriert. Einige Sachen müssen neu implantiert oder neu beklebt werden da oben. Das, wie gesagt, werde ich heute Abend mal machen, weil doch einige Kunden sagen, nee, das gefällt mir, egal, runterholen, das hätte ich gern. Ja, okay, dann mache ich das und ja, wegen den Bildern komme ich später, ne? Ihr wisst, den Witz kennen wir ja auch, holen wir da mal die Bilder runter, ne? Und wegen den Bildern komme ich dann später, ne? Ist klar, für die Eingeweihten etwas Erwachseneren. So, meine lieben Jugendlichen, ihr seid bei Rebels, ihr seid bei Resistance, ihr seid bei Galaxy of Universe, nein, Galaxy of Adventures, bei Destiny, bei den Lego, ne, den Freemakers, oh, da könnte man sich auch, also Freemakers muss ich mal gucken, ob ich das nicht also auch als Hörbuch bekomme. Ich habe da einige Sachen, heute Morgen durch Zufall Disney Hörbuch erwischt von, wer war das, Goofy, da Olympiade, als Hörspiel war nicht schlecht. Und Mickey Mouse da rumgepiepe da, beziehungsweise Donald Duck sein Rumgeschnatter, macht dann manchmal auch Spaß. Man wird mal irgendwie jung wieder, wenn man, da kann man nicht ewig, das ist klar. Aber Hörbücher machen Spaß, Filme machen Spaß. Wie gesagt, ihr müsst trennen, ja. Es gibt auch sehr gute, sehr gut gemachte Fanfilms mittlerweile. Dann gibt es Hollywood, ist klar. Wird auch in die Unendlichkeit getrieben werden mit den Realserien und so weiter. Und da kann man ja richtig drin arbeiten. Also da kann uns wirklich eine Menge, also da kann eine Menge entstehen. Ich meine, jetzt kommen erstmal die Games, die Spiele, ja, Obi-Wan Kenobi, Battlefront, die ganzen Szenarien sind momentan am Laufen, die Leute freuen sich, arbeiten, wird also horrend gekauft, Battlefront. Ja, Battlefront zusammengeschnitten da. Er gibt ja auch einen tollen Film, habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, wenn die also die Sequenz also noch mehr irgendwie adaptieren, noch mehr so machen, dass man die schneiden kann, könnten daraus auch gute Trickfilme für YouTube entstehen. So, ich habe mich wirklich gefreut, dass die beiden kurz da waren. Es war durch Zufall, wie gesagt, wir sind ja am Nikolausabend da, dann passiert sowas halt im Nikolaus geschehen, dann besucht man sich hier gegenseitig, gerade wurden fremde andere Figuren gekauft, weil Harry Potter und Herr der Ringe ist auch noch so ein Thema, die hier als Figuren gekauft werden. Ja, wie gesagt, ist halt so und mir macht ja auch Spaß, wie gesagt, diesbezüglich ja, mit solchen Figuren, wie gesagt, hier um sich zu haben, als Dekoration. Wie gesagt, ich werde auch hier die Wand irgendwie umändern. Ich habe reichlich Destiny-Figuren, dass ich hier vielleicht die Destiny-Figuren auf eine Art und die anderen von diesem Künstler, der uns die zur Verfügung gestellt hat, auf eine andere Art da. Und dann schauen wir. So, danke. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Vorbeikommen. Wie gesagt, ich versuche immer die Filmclips so zu gestalten, dass ihr auch Spaß habt, die also euch anzuschauen. Wie gesagt, das ist ein Fremdprodukt, das ist Disney, wie gesagt, das ist ein amerikanischer Style mittlerweile, nicht mehr European, nicht mehr das erweiterte Universum. Wir müssen also mit den Steilvorlagen von Disney arbeiten, mit den Steilvorlagen mit Disney leben. Ist halt so, die Figuren sind nicht mehr so, wie sie waren, es gibt bessere Figuren.
Sideshow ist das Einzige, was mir wirklich als Figur gefällt. Das ist eine Figur, aber die kosten ja horrendes Geld und sowas auspacken, sowas hinstellen. Das ist nicht so. Naja, also manche Figuren sind und bleiben eingepackt. Ja, ne? Ja, so ist das. Willkommen in der Technik. Ja, die junge Dame, die gerade hier war, die ist jetzt zu Hause. Bedankt sich nochmal, dass sie hier war. Ich bedanke mich bei ihr, dass sie überhaupt vor laufender Kamera gesessen hat. Ich bedanke mich noch bei ihm, dass er reingekommen war. Und ja, genau, so ist das. Also ich mache jetzt Cut, trinke mir einen leckeren Kaffee. Ich freue mich so tierisch auf das Jahr 92 von Star Wars. Also, I love Star Wars und das wird auch immer so bleiben. Ich lebe mit Star Wars 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Schon als Figuren hier, als Thema recherchieren, lesen, macht tierisch viel Spaß. Es ist halt nicht unser Produkt. Also, wir sind nicht Disney, wir sind nicht Star Wars. Auch ein Cosplayer ist nur ein Fan von dessen, was er da macht. Er sollte das nicht überbewerten. Auch wenn er als Darth oder als Obi-Wan Kenobi durch die Welt läuft mit seinem super teuren Lichtschwert. Ob ich mir jemals ein Lichtschwert zwischen 1200 und 3000 kaufen werde, ich glaube nicht. Nee, mache ich nicht. Das neue Plakat steht auch. So, ich suche für 2019 Akteure für die Sendung, die dann im YouTube-Kanal laufen wird. Erstmal weiterhin unter Ultra HD Web TV, versteht sich. Und zwar Welcome to the Star Wars Show. Ja, das heißt und bleibt so, wir sind Freunde etc., Wohnzimmer etc. Werden wir schon hinkriegen als Show, als Werbung, werden wir schon hinkriegen. Also wie gesagt, fertig. Das, wie ihr seht, das Plakat, das wird jetzt hier aufgehängt, hängt also schon an der Tür unter dem Fotofilm Freunde Club. Hängt auch das jetzt. Wie gesagt, auch in 3D und in A3 und halt in diesem Kleinformat. So, fühlen sich welche angesprochen, würde man sich natürlich freuen, wenn die, die sich angesprochen fühlen, mitmachen würden, na, dabei sein wollen. Sollten aber keine Scheu vor der Kamera, sollten Kamera arbeiten können, sollten auch selbst Ideen mit einbringen, sollten vielleicht auch Cosplayer sein, die schon Kostüme haben. In dieser Show ließ sich alles machen, von Anfang bis zum Ende. In dieser Show könnte man wirklich alles machen. Bekleidung zeigen, herstellen, drüber reden. Weil 2019 wird ein rundes, zwölfmonatiges Star Wars Jahr. Zwölfmonatiges Star Wars Jahr. Und da wird ständig was sein und deswegen machen wir das auch. Also ich mach's. Im Moment halt alleine mit diesem, während der Arbeit, mit den Kunden, wenn die auch wirklich spontan sagen, komm, lass uns, machen wir vor die Kamera. Diese Sequenz, diese Clips wollte ich jetzt nicht mehr machen, sondern eine richtige Sendung, wo ihr die Akteure seid, wo ihr die Lust und Laune habt, ihr macht, ihr zeigt, was ihr könnt, ihr zeigt eure Kostüme und das Ganze. Und wir bringen das dann on air und reden darüber, schauen wir mal, wie das Jahr 2019 wird. Vielleicht muss ja auch alles wieder umgedacht werden, aber Star Wars kommt. Star Wars kommt, egal wie, ob mit einer eigenen Sendung oder halt nur aus Amerika. Lassen wir uns mal überraschen. Also bis dahin wünsche ich euch wirklich sehr viel Spaß. Ja? Ich wünsche euch wirklich einen tollen Einstieg in das Jahr 2019. Ich wünsche euch wirklich einen tollen Nikolausabend da und Nikolaustag. Und Weihnachten ist klar und dann die Silvester. Ich grüße, ob ich Silvester nochmal so ein Filmchen mache, wie ich schon mal gemacht habe, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer den alles gesehen hat. Jedenfalls, super, müssen wir mal gucken. Alles klar, bis später.